Hallihallo Freunde von unserem Pixelhelden-Kanal und von Let's Play Skyrim Hearthfire. Willkommen zurück. Ja, in der letzten Folge haben wir hier unser Bettchen in unser Hütchen, verniedlichen wir heute mal alles, reingestellt. Und da haben wir noch hier ein kleines Trüchchen. Nein, ich höre auf. Ja. Wir waren eigentlich daran stehen geblieben, einfach weiterzubauen. Jetzt schauen wir einfach mal, was wir denn hier drin dann noch so bauen können. Würde ich sagen, können wir noch Behältnisse, ein Beistelltisch, Fässer, eine Kommode, ein Eckregal können wir. Das können wir nicht, da fehlt uns ein Scharnier, das können wir ja draußen machen. Und Wandregale, drei Stück. Ja, dann machen wir erstmal die Behältnisse, machen wir mal einen Beistelltisch noch. Die Fässer. Die Kommode. Da können wir das Eckregal auch noch gleich machen. Wir jetzt alles nacheinander. Jetzt fehlt uns aber was. Jetzt brauchen wir noch vier Nägel, brauchen wir. Und ein Scharnier. Das machen wir dann draußen. So. Ja, so sieht das jetzt schon mal aus. Ihr seht, ja, ein bisschen schöner sieht es ja schon aus, ne? So ein kleines Häuschen haben wir schon mal. Also hier kann man sich auf jeden Fall schon mal wirklich schniege sich zurecht machen und wohnen. So, jetzt gehen wir aber raus. Wir wollen ja noch natürlich noch, ja, genau, ein Scharnier und Nägel holen und bauen. So, ja, und jetzt lädt's. Ja, ladet. So, es ist immer noch richtig dreckiges Schneewetter und Schneetreiben unterwegs. Da gehen dann auch gleich mal hier die Frames in die Knie, warum auch immer. So, jetzt. Ja, da hinten ist unser Schmelzofen. Jetzt, so, jetzt bauen wir aber erstmal, oder jetzt schmieden wir uns erstmal natürlich die Scharniere, waren Scharniere, ne? Ja, also noch machen wir uns erstmal ein paar und Nägel machen wir uns hier auch nochmal. So, aber da wir ja schon draußen sind, dann können wir auch gleich mal gucken, was wir hier noch machen können. Ja, ich weiß nicht, sollen wir uns ein Tiergehege oder einen Garten? Machen wir uns mal einen Garten. Und gucken uns den auch mal gleich an. Da haben wir den hier neben dem Häuschen stehen. Jawohl. Und da können wir dann hier auch Sachen einpflanzen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich was habe. Im Inventar. Was mache ich denn hier? Inventar. Ne, ich habe jetzt gerade nichts zum Einpflanzen da. Aber da kann man dann was einpflanzen. Das verschwindet dann, aber es wächst dann immer wieder nach. Genau das, was man eingepflanzt hat. Es geht nicht alles. Aber die meisten Sachen, also zumindest so Nahrungsmittelsachen wie jetzt Karotten oder Kohl oder so, geht auf jeden Fall rein. Und dann wächst es immer, dann kann man es immer wieder abbauen, eigentlich richtig gut. So, während wir hier schon zugeschneit werden bei dem Schneetreiben. Ja, jetzt gehen wir aber wieder rein, während hier der Schneetreiben vor sich hingeht. Und bauen natürlich hier das Hütchen noch fertig. Dann hätten wir unser erstes kleines Heim, zumindest mal von innen komplett eingerichtet. Und ja, und danach würde ich sagen, wenn wir das dann haben, gucken wir uns das nochmal alles in Ruhe an natürlich. So, jetzt bauen wir das erstmal hier noch. Regale mit Vitrine und eben diese Wandregale. So, jawohl. Wunderbar, ich gehe mal hier in die First Person. Haben wir hier das gebaut, da können wir sogar jetzt hier was reinlegen, wenn wir wollen. Dann haben wir fast, da ist sogar noch was drin. Ja, das lassen wir aber jetzt mal alles drin. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Also ja, hier haben wir unser schönes kleines Heim gemacht. Die Werkbank können wir jetzt noch entfernen, wenn wir möchten. Die ist dann, weil wir können ja jetzt hier nichts mehr bauen. Und deswegen können wir die dann entfernen. Das müssen wir draußen machen. Aber ich lasse jetzt mal noch stehen. Weil, ja, irgendwie ist es uns doch zu klein, oder? Nein, wir lassen es jetzt erstmal so stehen, unser Häuschen. Natürlich kann man das Haus noch viel größer machen, es gibt ja einen Anbau und das machen wir auch. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal noch, oder habe ich einfach mal vor, zur Mühle zu reiten, um ein bisschen Holz noch zu kaufen, dass wir das mal auf Vorrat haben, dass wir vielleicht mal so 40 Holz nochmal haben oder 60, mal gucken, wie die Preise da so gerade liegen. Zudem möchte ich dann auch mal noch in Dämmerstern nochmal zumindest mal einen Auftrag machen, weil wir müssen ja auch gucken, dass wir vielleicht mal einen Huskarl kriegen, den wir dann hier als Vogt einstellen können. Aber so sieht das ganze Hütchen jetzt schon mal aus, mit einem kleinen Garten davor.
Ja. Genau. Und das Tiergehege wird wahrscheinlich dann hier hinkommen oder so. Sehen wir ja dann. Ja, es passt. Jetzt gucken wir mal auf die Uhrzeit. Ja, wir haben halt schon fast 5 Uhr abends. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da noch losreiten sollen. Es wird dann schon relativ dunkel. Egal. Wir können ja einen Blick auf die Map werfen. Es ist natürlich ein gutes Stück jetzt hier rüber. Die Mühle ist hier unten erst. Das ist schon ein weiter Ritt. Aber das können wir ja mal machen. Ansonsten hier ist eine Taverne zum Nachttor. Da können wir ja dann auch übernachten auf dem Rückweg. Und dann können wir hier. Ja. Ja, das kriegen wir hin, würde ich sagen. Also, dann setzen wir hier mal das Ziel auch hin. Ups. Setzen wir eine Markierung hin. Dann kommen wir da hin. Die Markierung habe ich jetzt nicht gut gesetzt, finde ich. So, ja, schon eher getroffen. So, ja. Dann schnappen wir uns natürlich unsere Schattenmähne, die wir hier in unserem Häuschen geparkt haben. In seinem eigenen Stall. So, wow. Ja, jetzt müssen wir nur hier irgendwie rauskommen. Ja, ich hab's. Ja, doch, jetzt. Einfach zu dick, das Pferdchen. So, ja, dann reiten wir mal los. Müssen jetzt da runter auf den Weg, hier irgendwo. Und, ach, guck mal an, da könnten wir sogar was abbauen. Dann nehmen wir das doch gerade einfach mal schnell mit. Dürfte irgendwas Eisenerz oder Korundum sein. Korundum, genau. Nehmen wir doch mal mit. Kann man immer gebrauchen. Kriegen noch sogar noch einen makellosen Saphir. Während ich sie so abbaut, trinke ich mal ein Schlückchen. Ah, ja. Und dann reiten wir mal weiter, ja. Jetzt suchen wir erstmal den Weg, den ich hier hoffentlich hier irgendwie, wenn ich da durchgehe, finde. Ui. Boah, ja, das ist schon ziemlich dicht, das Schneetreiben. Ich hoffe, es kommt gut rüber in YouTube. Ich habe mir mal die Videos so ein bisschen angeguckt, auch natürlich in Full HD auf YouTube. Und ich muss halt schon sagen, die Videos hier auf dem Rechner, wenn ich sie fertig bearbeiten habe, also fertig encodiert habe, sind die richtig, richtig stark von der Qualität. Also es ist 1 zu 1 zur Spielgrafik, aber leider macht halt YouTube die Qualitäten etwas kleiner natürlich. Logisch, es ist halt so, dass YouTube natürlich ja nicht alles so lassen kann, wie es ist, wenn man es hochlädt. Die machen das natürlich kleiner, die müssen ja auch Platz sparen. Also tut mir dann auch ein bisschen leid für die Qualität. Die ist dann natürlich nicht so, wie ich sie hier auf dem Rechner habe, aber das, wie gesagt, das liegt an YouTube. Da kann ich leider gar nichts dran ändern. Die Qualität ist halt so. Wenn man sich jetzt natürlich nicht in Fullscreen anguckt, sondern nur im kleinen Fenster, wird man wahrscheinlich da nicht so den Unterschied merken. Aber wie gesagt, wenn ihr das dann in der vollen Auflösung hochdreht, das macht dann doch YouTube schon ein bisschen ein paar Schwächen, wenn man so will. Ja. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Ich weiß nicht, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob wie viele Leute denn von euch sowas auch wirklich im Fullscreen angucken. Oder ob da von euch Leute sind, denen das gerade egal ist. Also die hier nur im kleinen Fensterchen gucken oder wie auch immer. So, jetzt gucke ich mal. Wir müssen jetzt wahrscheinlich hier runter, die Straße. Schätze ich mal. Gucken wir aber nochmal auf der Karte. Weil wir müssen ja in Richtung Windhelm, jawohl. Wir müssen ja fast nach Windhelm. Also es ist ja schon ziemlich krass in der Nähe. Ja. Dann reiten wir mal weiter. Steht noch einer. Tut so, als ob es nichts wäre. Was ich noch sagen wollte, war mal ein ganz anderes Thema angesprochen. Und zwar habe ich mal an einem Beta-Testwochenende jetzt von The Elder Scrolls Online teilgenommen. Da konnte man sich ja bewerben. Die haben hier so ziemlich jeden eigentlich dann angenommen nach einer Zeit. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht sind einige von euch auch dabei, die Elder Scrolls Online sich kaufen werden oder wollen. Reite ich jetzt wirklich in die richtige Richtung? Ne, jetzt reite ich gerade wieder zurück. Ich denke doch gerade, irgendwie passt das hier gar nicht. Sorry. Und ja, zu Elder Scrolls Online. Ich weiß nicht, vielleicht sind eben, wie gesagt, einige von euch dabei, die sich's gerne kaufen würden oder vielleicht sogar selber am Testwochenende teilgenommen haben. Von denen würde mich doch einfach mal interessieren, wie ihre Meinung darüber ist, wie sie es finden, das Spiel oder ja, ihre Meinung einfach dazu. Ich persönlich muss ja sagen, ich war so ein bisschen,
ich will nicht sagen enttäuscht, weil ich einfach überhaupt gar keine Erwartung dafür hatte. Weil so die MMORPGs sind für mich so ein bisschen, ich weiß nicht, so, ich möchte schon sagen ausgelutscht. Ich habe da irgendwie gar keinen Nerv mehr für diese MMORPGs. Allerdings habe ich gedacht, komm, ich guck's mir mal an, keine Erwartung und mal gucken, vielleicht überrascht es mich, aber irgendwie hat es mich nicht so. Klar, es kommt so ein bisschen Elder Scrolls Feeling auf, aber was mich halt dann schon direkt stört, und ich meine, das ist ja typisch eigentlich für ein MMORPG, ist halt einfach, dass die ganze Zeit andere Spieler dir vor der Nase laufen. Ich meine, guck mal, wenn ich jetzt hier in Skyrim zum Beispiel einen Auftrag annehme, dann kommt es mir so vor wie, ja, okay, ich bin eine ganz besondere Person, ich mache hier einen Auftrag, ich habe das geschafft, hier, bitteschön. Aber da kriegt halt jeder irgendwie diesen gleichen Auftrag und dann laufen wieder 10 Leute in die gleiche Richtung und kloppen die gleichen Tiere und die respawnen dann natürlich auch wieder nach, keine Ahnung, nach 30 Sekunden oder so. Also, um ganz ehrlich zu sein, ich weiß nicht, mich hat es irgendwie überhaupt gar nicht überzeugt, das Spiel, und ja, weiß nicht, also ich werde es mir nicht kaufen, muss ich ehrlich sagen, das Geld ist mir dann persönlich zu schade. Ich bin ein riesen Elder Scrolls Fan, aber für mich hat das Spiel einfach nicht so viel mit Elder Scrolls zu tun. Man muss es, glaube ich, als ganz anderes MMO sehen. Oh, das ist, glaube ich, schon wieder Gegner. Hier werde ich ja ständig unterbrochen. Ein Bretone greift uns an. So. Sammeln wir mal hier ein. Ja, also ich weiß nicht, ich finde es, wie gesagt, nicht so. Hat es nicht überzeugt. Man muss es wahrscheinlich als eigenständiges Spiel sehen. Als eigenes MMORPG, unabhängig von Elder Scrolls, hat es vielleicht eine andere Sichtweise, ein anderes Potenzial, aber naja, egal, ihr könnt eure Meinung natürlich dazu schreiben, wie ihr das findet, wenn ihr es mal angetestet habt. Wenn ihr es nicht angetestet habt, könnt ihr trotzdem schreiben, ob ihr es euch zulegen werdet oder abwarten werdet, wie auch immer. Also ich werde auf jeden Fall es mir nicht zu Release kaufen, das steht fest. Es wird natürlich auch nichts hier auf dem Kanal dazu geben. Ich habe es mit dem Arnold mal so ein bisschen besprochen, weil er ja genauso hier ein großer Elder Scrolls Fan ist. Der hat ja hier auch Dawnguard und Dragonborn für euch Let's Played. Also unbedingt auch da mal reinschauen, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ja, also ich muss halt irgendwie sagen, wie gesagt, mich hat es nicht überzeugt. Das habe ich jetzt schon 10-mal, glaube ich, gesagt. Aber ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet vom Spiel oder wie eure Erfahrungen dazu sind. Und wie ihr die Sache seht, würde mich auch mal interessieren. Es gibt ja da kein richtig oder falsch, sondern ja, wie ihr es halt einfach seht. So, während hier der Schnee treiben ist, gucke ich jetzt mal, ob ich jetzt hier mit irgendjemand reden kann. Fremde bringen nichts als Ärger. Okay, mit dem kann ich nicht reden. Wir wollen die First Person. Eri ist der Boss. Sprecht mit ihr, wenn ihr Arbeit sucht. Eri. Wer ist ein Eri? Sie hier? Jawohl, hallo. Wenn ihr zu den Männern des Jarl gehört, ihr kriegt euer Holz schon. Angers Mühle bleibt nie etwas schuldig. Also ich frage, warum es hier immer so zwischendurch so verschwommen aussieht. Das ist kein Renderfehler oder wie schon angesprochen von YouTube. Das liegt einfach daran an der Mod. Wenn man da First Person spielt, dann sollte es so simulieren, dass ja Schnee dir in die Augen fliegt und dann die Augen zugekniffen werden. Ja, fangen wir erstmal an mit, ihr habt also hier die Leitung in Angers Mühle. In der Tat, mein Vater hat sie mir hinterlassen. Er starb im großen Krieg gegen die Elfen. Es ist mir egal, was draußen in der Welt geschieht. Rebellion, erwachende Drachen, ich habe mit der Mühle schon genug Sorgen. Okay. Greifen wir mal das auf, was sie auch noch gesagt hat. Zu den Männern des Jarl. Entschuldigt. Ich dachte, Skald der Ältere hätte euch geschickt. Wir haben einen Auftrag auszuführen und er ist nicht gerade für seine Geduld bekannt. Hört mal, falls ihr demnächst nach Dämmerstern aufbrecht, könntet ihr dem Jarl dann diese Botschaft überbringen? Sagt ihm Bescheid, dass er sein Holz bekommen wird. Ja, ich würde gerne helfen. Vielleicht kriegen wir ja dann auch Danke. Mehr Ding dazu. Zähl mir das Wort nicht ein. Ja, wir müssen ja den Bewohnern helfen, das wisst ihr ja vielleicht noch, und dann eins von drei haben wir schon, vielleicht macht es dann schon mal nochmal zusätzlich. Ich mach mal, ich suche Arbeit, je nachdem, vielleicht kann man da ja noch mehr helfen.
Wenn ihr eine Axt besitzt, könnt ihr euch Gold verdienen, indem ihr Holz hackt. Bringt mir so viel, wie ihr nur hacken könnt. Okay. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Wir haben eigentlich genug Geld erstmal. Ja, dann möchte ich aber gerne Holz kaufen. Fleißig am Bauen, wie? Wir können es euch überall hin liefern. Bam. Ja, dann nehme ich mal hier, ja, nehmen wir doch gleich mal 20 Stück. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Und ja, dann kaufen wir nochmal. Fleißig am Bauen, wie? Wir können es euch überall hin liefern. So. Ah, das können wir auch mal fragen. Kann ich das Holz nicht einfach selber sägen? Ich verschenke doch nicht einfach so mein gutes Holz. Dann halt nicht. Wir können es euch überall hin liefern. So, ja, kaufen wir nochmal 20 Stück. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen.